Und ich rufe auf den Punkt 10. Erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zum Ausbau von Radschnellverbindungen in Hessen, 2010-80. Wort zur Einbringung hat der Kollege Dr. Naas, FDP-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich sehe schon, es wird nicht ohne Aussprache gehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mir lange überlegt, wie ich dieses Gesetz Ihnen näher bringen kann, vor allem den Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich vielleicht einfach eine Zeitschrift zitiere, die Sie alle kennen, die Sie sicherlich auch auf dem Nachttisch haben, nämlich den Fahrradkurier. Und da ist nämlich unser Gesetzentwurf in der aktuellen Ausgabe schon kommentiert. Und da möchte ich Ihnen, ich zitiere, daraus vorlesen. Leider ist es noch nicht Gesetz, sondern erst ein Gesetzentwurf. Nichtsdestotrotz ist diese Vorlage ein echter Meilenstein in der Bewertung und Aufwertung von Radwegen. Die bisherige Gesetzeslage bildet den Radverkehr als bloßen Verkehr in der Freizeit und innerhalb einer Kommune ab. In der Konsequenz liegt die Bauträgerschaft selbst bei Radschnellwegen Stand heute immer noch bei den jeweiligen Kommunen, auf deren Fläche der Radweg verläuft. Das bedeutet z.B. für den Radschnellweg von Darmstadt nach Frankfurt, dass Frankfurt, Neu-Isenburg, Dreieich, Langen, Egelsbach, Erzhausen und Darmstadt immer nur ihre Teilstücke hätten bauen können. Auch das Land Hessen hätte nicht bauen dürfen, obwohl es 80% der Kosten trägt. Gemeinsam musste man dafür die sogenannte Vorhabenträgerschaft, nämlich erst den Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH, beauftragen. In der Not baut jetzt also eine Institution, die zur Entwicklung der Naherholung gegründet wurde, den ersten Radschnellweg in Hessen. So, und über der Überschrift, ich bin gleich zu Ende mit dem Zitat, Schluss mit nicht dürfen, nicht können, nicht wollen. In Zeiten, in denen der Radverkehr auch in hessischen Ballungsräumen maßgeblich zur Verkehrswende beitragen soll, kann sich das Land nicht mehr auf seine Rolle als Berater und Geldgeber zurückziehen. Radwege brauchen genau wie Landesstraßen eine durchgängige Verantwortlichkeit von der Planung über den Bau bis zur Instandsetzung. Diese Idee ist übrigens nicht neu. In Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist das Land für Radschnellwege zuständig. Besser, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätte ich diese Vorlage nicht einbringen können. Das fasst alles zusammen. Trotzdem will ich noch einmal die wesentlichen Punkte in Erinnerung rufen. 27% unserer Strecken, die wir jeden Tag zurücklegen, sind unter einem Kilometer. 49% sind von 1 bis 10 Kilometer. Und 76% sind damit unter 10 Kilometer. Das heißt, die Zukunft gehört dem Rad, nicht nur im Freizeitverkehr, sondern insbesondere auch, wenn es um die Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes geht. Und wenn Sie heute die Zahlen mal schauen, 58% der Wege werden immer noch mit dem Auto zurückgelegt, nur 7% mit dem Rad, dann ist das das große Zukunftsthema, insbesondere im Ballungsraum. Und dann ist ja die Frage, wie kommen wir dort voran? Frau Kollegin, wir wollen den Individualverkehr nicht gegeneinander ausspielen, Kollegin Müller, das wollen wir nicht, sondern wir wollen parallel zum Radverkehr einen guten Autoverkehr und umgekehrt. Und deswegen brauchen wir Radschnellwege, damit auch die beiden Verkehrsträger getrennt sind. Und bisher ist das Land ja nicht zuständig, nur dort, wo der Radweg entlang der Landesstraße führt, als Annex, da gibt es die Zuständigkeit von Hessen Mobil. Ansonsten sind aber die Kommunen zuständig. Und es ist aber hier viel zu kurz gegriffen, die Kommunen mit einem Förderprogramm allein zu lassen. Nichts gegen die 8 Millionen, die wir jedes Jahr den Kommunen zur Förderung bereitstellen. Das ist völlig in Ordnung. Das soll es auch weiter geben für die kommunalen Radwege. Da ist gar nichts gegen einzuwenden. Aber wir können uns eben nicht mit 3 Eimern weißer Farbe und einer Schubkarre Asphalt zufrieden geben, sondern das Land muss auch selbst in die Verantwortung. Weil bei Radschnellwegen geht es um Strecken mit mehr als 2000 Pendlern täglich. Das sind sozusagen Autobahnen für Räder mit Überholspur, mit Beleuchtung, mit auch Wartung, auch mit dann Räumung im Winter, ein ganz wichtiges Thema.
Und da dürfen wir die Kommunen eben nicht allein lassen. Und das Land stellt sich hier so ein bisschen auf wie ein entfernter Verwandter beim Konfirmationsgeschenk. Man hat sich jahrelang nicht gesehen, dann reist man mit großem Geschenk an, lässt sich auf der Konfirmationsfeier mit ablichten, feiert mit und reist dann wieder ab. Und die Kommunen müssen dann für die Bauunterhaltung natürlich selber sorgen. Und deswegen haben wir einen Gesetzentwurf eingebracht, der hier das Land in die Pflicht nimmt, die der Rat Schnellwege den Landesstraßen gleichstellt. Und ich will, weil ich genau weiß, dass dieser Einwand kommt, auch dazu gerne etwas sagen. Natürlich sollen die Projekte, die insbesondere der Regionalverband, aber auch andere Ballungsräume wie Kassel angestoßen haben, in kommunaler Selbstverantwortung. Natürlich sollen diese Projekte, Herr Minister, weitergeführt werden. Das ist in unserem Gesetz ja auch so angelegt, weil wir dieses Rückübertragungsrecht selbstverständlich vorsehen. Dort, wo schon geplant wird, dort, wo die Projekte jetzt auch auf dem Weg sind, da soll es weitergehen. Aber langfristig muss das Land genauso wie bei einer Landesstraße für einen Landesradschnellweg dann auch in die Verantwortlichkeit. Und deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf eingebracht. Ich will an allerletzter Stelle sagen, Mobilität heißt für uns Liberale, dass wir auf jede Mobilitätsform setzen. Wir haben weder den Radverkehr erfunden, noch verteufeln wir das Auto. Wir wollen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Für uns ist die Seilbahn, ich rufe Sie noch einmal in Erinnerung, genauso wichtig wie die Schiene, genauso wichtig wie die Straße. Und selbstverständlich gehört der Radweg dazu. Das ist Teil einer umfassenden Mobilität, die wir für alle Hessen erreichen wollen. Und deswegen bringen wir heute diesen Gesetzentwurf ein. Wir wollen den Radverkehr in Hessen stärken. Ich freue mich auf die gemeinsame Beratung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abgeordnete Enners, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! An Hessen führt kein Weg vorbei. Das sind die Worte, mit denen die Landesregierung für alternative Verkehrsprojekte wirbt. Der Slogan ist richtig, denn unser zentrales Bundesland wird auf den Ost-West- und Nord-Süd-Verbindungen regelmäßig von unzähligen vielen Menschen durchfahren. Wer in Richtung Ballungsgebiet Frankfurt auf der Autobahn unterwegs ist, merkt recht schnell, wie voll die Autobahnen, allen voran die A5 und A66, sind. Tagtäglich ist die Masse an Fahrzeugen in den größeren und großen Städten gewaltig. Staus und Abgase belasten dabei alle Menschen gleichermaßen, und vom erzeugten Lärm muss ich ja wohl nicht sprechen. Doch wie sehen die möglichen Lösungen für diese Probleme aus? Fahrverbote für Dieselfahrzeuge an einzelnen Straßenabschnitten helfen da nicht weiter. Vielmehr sorgen diese unsinnigen Verbote nur dafür, dass diese Fahrzeuge nun teilweise kilometerlange Umwege fahren müssen. Damit ist das Abgasproblem nur in andere Bereiche verschoben und durch längere Fahrzeiten auch noch erhöht worden. Und genau deswegen lehnen wir die Dieselfahrverbote auch grundsätzlich ab. Eine Lösung des überbordenden Fahrzeugverkehrs in den Innenstädten wäre der konsequente Umstieg auf den ÖPNV. Das Problem besteht aber im Wesentlichen darin, dass der Anschluss der ländlichen Regionen an die Städte durch den ÖPNV noch deutlich verbesserungswürdig ist. Neben der häufig sehr schlechten Taktung ist auch die oft nicht vorhandene Barrierefreiheit an Bahnhöfen ein erhebliches Hindernis, das die Menschen nicht vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen lässt. Zu volle Züge und unzuverlässige Verbindungen leisten einen weiteren Beitrag zu dem Problem des Umstiegs vom Auto auf den Schienenverkehr. Somit ist mit Blick auf dringend erforderliche Verbesserungsvorschläge mit einer guten Prognose auf Erfolg die Einbringung dieses Gesetzentwurfs ein guter Schritt in die richtige Richtung. Denn schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Dort existieren bereits einige Radschnellverbindungen. Die wohl bekannteste Verbindung ist die RS1 Ruhr Radschnellweg 1.
Er verbindet die Städte Duisburg und Hamm auf 101 Kilometer Länge und wird täglich von tausenden Pendlern, Touristen und anderen fahrradbegeisterten Radlern genutzt. Der Regionalverband Ruhr zeigte auf einer Landeskonferenz schon im Juni 2018 bereits auf, dass sich Radschnellverbindungen in nahezu allen Aspekten lohnen. So verbindet der RS1 insgesamt 10 Zentren und 4 Universitäten. Er sorgt dafür, dass täglich fast 50.000 Pkw-Fahrten weniger stattfinden und somit ca. 16.600 Tonnen CO2 eingespart werden können. Auch die Kosten für die Herstellung der 101 Kilometer langen Strecke, die aufgebracht werden mussten, es waren ca. 184 Millionen Euro, sind im Vergleich zum Ausbau von Straßen- und Schienenverkehr vernachlässigbar niedrig. Im Kostenvergleich dazu, der Neubau der A52 Essen auf einer Strecke von 7 Kilometer verschlang knapp 700 Millionen Euro. Die Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 in Bremen kostete 64 Millionen Euro für nur 5,6 Kilometer. Kurz gesagt, die Kosten der Autobahnausbaus belaufen sich auf 100 Millionen Euro pro Kilometer, bei der S-Bahn auf knapp 10 Millionen Euro pro Kilometer, während der Radschnellweg mit nur 1,8 Millionen Euro pro Kilometer zu Buche schlägt. Meine Damen und Herren, der Bau von Radschnellverbindungen ist zwar nur ein kleiner Teil des Nahverkehrskonzeptes, aber es ist ein notwendiger und vor allem ist es ein guter Teil. Herr Minister Al-Wazir sprach vor kurzem bei der Eröffnung des ersten Teilstückes des Radschnellweges in Egelsbach von einem großen Tag für nachhaltige Mobilität in Hessen. Damit hat Hessen einen ersten kleinen Schritt in Sachen Radschnellverbindung gemacht, der aber nur nachhaltig bleiben kann, wenn er weiterhin konsequent gefördert, unterstützt und vorangetrieben wird. Der hier eingebrachte Gesetzentwurf der FDP, dass die Radschnellverbindungen den Status einer Landstraße erhalten und damit das Land Hessen als Baulastträger definieren, ist eine sehr gute und unterstützenswerte Initiative. Wir von der AfD stimmen dem Entwurf gerne zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Enners. Das Wort hat der Abg. Markus Meysner, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind uns bei diesem Thema sicherlich alle einig, dass das Fahrrad mehr und mehr als preiswertes und ökologisches Verkehrsmittel gerade im Nahbereich weiter an Bedeutung gewinnt. Insofern ist es nur richtig, dass der Ausbau des Radnetzes in Hessen Berücksichtigung in der heutigen Plenardebatte des Hessischen Landtags findet. Der Radverkehr boomt, insbesondere E-Bikes und Pedelecs haben zu einem enormen Aufschwung geführt, der aber auch größere Anforderungen an das Miteinander der Verkehrsteilnehmer stellt. Vor einigen Tagen konnte ich mich in Kopenhagen, der Radhauptstadt überhaupt, davon überzeugen, dass ein geordnetes Miteinander zwischen Fahrradverkehr, Kraftfahrzeugen und Fußgängern gut funktionieren kann, wenn von vornherein ordentlich geplant wird und, sehr wichtig, eine entsprechende gegenseitige Rücksichtnahme in der Gesellschaft angekommen ist. Wenn man bedenkt, dass gefühlt fast 95% der verkauften Fahrräder mittlerweile E-Bikes sind und der Radtourismus zu einem der wichtigsten touristischen Nachfragesegmente in Deutschland geworden ist, ist das Thema Nahmobilität ohne Fahrräder kaum noch denkbar. Wir wollen diese Entwicklungen auch auf Landesebene unterstützen und haben für die aktuelle Legislaturperiode eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten vereinbart, um insbesondere auch die Sicherheit der Radfahrer zu verbessern. Dazu gehören unter anderem die Förderung von Fahrradparkhäusern oder Radprojekte wie z.B. Bike und Business, das Einkaufen mit dem Rad oder fahrradfreundliche Arbeitgeber. Zudem werden wir die erfolgreiche und in vielen Kommunen ausstrahlende Arbeit der AG Nahmobilität weiter ausbauen. Sie sehen, das riesige Bündel an Maßnahmen, um den Radverkehr insgesamt zu stärken, ist bei uns auch festgehalten. Dies wird auch durch die geplanten Bauinvestitionen deutlich. Bis 2025 werden wir in diesem Zusammenhang die Mittel für den Radwegeausbau an Landstraßen deutlich auf 10% des Landesstraßenbauetats anheben. Das bedeutet 17 Millionen Euro zusätzlich zu den Straßenbaumitteln. Auch werden wir den Kommunen Planungserleichterungen anhand von Musterlösungen zur Umsetzung empfehlen und an die Hand geben.
Das verbessert die Sicherheit der Radfahrer in Hessen und stärkt gleichzeitig die Rolle des Fahrrads als Verkehrsmittel. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben sich bereits im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine Verbesserung sowie die Beschleunigung der kreisübergreifenden Planung von Radwegen durch einen neuen gesetzlichen Rahmen zu prüfen. Erfahrungen in Städten bzw. Ländern, die Radschnellverbindungen schon haben bzw. in der Planung weiter sind, können sicherlich auch helfen, Problematisches zu verhindern oder Hilfen vorab einfließen zu lassen. Insofern ist der von der FDP eingebrachte Gesetzentwurf in diesem Zusammenhang ein interessanter Vorschlag, der sicherlich bei der Arbeit unseres Gesetzes geprüft werden wird, jedoch ein eigenes Gesetz aus unserer Sicht nicht überflüssig macht. Sie werden deshalb verstehen, dass wir dem Gesetzentwurf nicht zustimmen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Meysner. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Janine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei kaum einem Verkehrsträger ist die Qualität der Strecke so entscheidend für die Attraktivität wie bei Radwegen. Und bei kaum einem ist die Qualität in der Realität so schlecht. Auf dem Fahrrad, wenn man sich per Muskelkraft vorwärts bewegt, ist jedes Bremsen an einer Ampel ärgerlich, jedes Bitte-Absteigen-Schild eine enorme Verlangsamung und jeder Anstieg senkt die Attraktivität einer Strecke ganz erheblich. Darauf wird aber bei der Planung und Führung von Radwegen wenig Rücksicht genommen. Die Radwege werden irgendwie in die autozentrierte Planung reingequetscht, und sie werden nicht als ein eigenständiges und ein eigenes Verkehrssystem betrachtet. Und es ist eher die Regel als die Ausnahme, dass z. B. bei straßenbegleitenden Radwegen die Straße selbstverständlich eingeebnet verläuft, aber der Radweg daneben jeden Hügel mitnimmt. Die Wegeführung und der Ausbaustandard sollte dringend einheitliche Standards bekommen, die Strecken attraktiv machen und die eben auch eine hohe durchschnittliche Reisegeschwindigkeit ermöglichen durch eine kluge Streckenführung mit wenig Hindernissen und Anhaltezwängen auf dem Weg, durch ein flaches Profil und einen generell guten Ausbaustandard. Und das ist ja der Grundgedanke, den den Radschnellwegen zugrunde liegt. Es ist gut, dass sich in Hessen hier etwas bewegt, aber es bewegt sich sehr, sehr langsam. Öffentlichkeitswirksam wurde nun vor einigen Wochen die ersten knapp 4 km Radschnellweg zwischen Darmstadt und Frankfurt eingeweiht. Der Rest folgt hoffentlich zügig. Aber es geht eben quälend langsam voran. 3 Jahre sollen noch vergehen bis zur Eröffnung der ganzen Strecke. Und das ist optimistisch, weil bei manchen Abschnitten ja noch nicht mal der genaue Verlauf klar ist. Hier scheint gerade der Verlauf in den Städten Frankfurt und Darmstadt noch besonders problematisch zu sein. Da kann man in der Tat nur hoffen, dass sich die Verantwortlichen mal anschauen, wie das in Kopenhagen oder eben auch in Städten wie Göttingen funktioniert, wie innerstädtische Schnellwege aussehen kann. Weil wir haben ja das ganz große Problem eben gerade mit den innerstädtischen Radwegen, wie man ja Jahr für Jahr beim ADFC Städte-Ranking, was die Fahrradfreundlichkeit angeht, ja, sich immer wieder anschauen kann, wie fahrradunfreundlich gerade hessische Städte auch sind. Also, und jetzt schon werden beim ersten hessischen Radschnellwegprojekt Kompromisse gemacht, die wohl dazu führen werden, dass der Schnellweg gar nicht den Anforderungen an einen Schnellweg erfüllen wird, sondern deshalb nur Direktverbindung genannt wird. Und das sind Anforderungen wie Beleuchtung, eine durchgehende Breite von 4 Metern, ein glatter Bodenbelag. Und hier wird vor allem der Frankfurter Stadtwald als das Problem dargestellt, was bei einem Forst, der von einer 8-spurigen Autobahn und jeder Menge Straßen durchteilt wird und in dem beim Minutentakt von lärmenden Flugzeugen, der überflogen wird, ein bisschen absurd erscheint, meine Damen und Herren. Auch Fußgänger und landwirtschaftlicher Verkehr sollen auf den Radschnellwegen eigentlich nur in Ausnahmefällen zugelassen sein. Von daher sehen wir ein bisschen die Gefahr, Herr Minister, dass man bei diesem ersten Projekt gleich falsche Standards setzt und damit eben nicht eigentlich den Anforderungen eines echten Radschnellweges genügt, meine Damen und Herren. Und nun werden weitere Vorhaben angekündigt für den Ausbau mehrerer neuer Fahrradpendlerstrecken im Rhein-Main-Gebiet. Das ist grundsätzlich gut, das muss aber schneller gehen. Und mehr Geld und auch mehr Personal für die Planung wäre dafür
notwendig. Es ist jetzt bald 5 Jahre her, dass Schwarz-Grün vollmundig das Fahrradland Hessen ausgerufen hat und die AG Nahmobilität und eine Radwegeoffensive. Aber die Radfahrerrealität im Land ist leider weiterhin trist. An vielen Orten enden Radwege im Nichts. Sie sind in gefährlichem Zustand und sie sind in furchtbarem Zustand und gefährlich schmal. Überörtliche Radverbindungen sind oft einfach Wald- und Feldwege, die nicht direkt verlaufen und bei schlechtem Wetter oft unbenutzbar sind. Und die angekündigte Radwegoffensive, mit der 70 neue Kilometer Radwege in 9.000 Kilometer Landesstraßennetz entstehen sollen, ist da auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und hier und da werden dann gestrichelte Linien gemalt, die sogenannten Schutzstreifen, die die Situation auch oft überhaupt nicht ungefährlicher machen. Da sind in den letzten Jahren echte verkehrsplanerische Fehlleistungen entstanden. Und deswegen sagen wir klipp und klar, weiße Farbe auf der Straße ist keine Fahrradinfrastruktur. Wie wirkliche Infrastruktur aussieht, kann man sich anderswo anschauen. Die Niederlande, Dänemark sind auch heute schon angesprochen worden. In unseren Nachbarländern baut man in der Regel sichere Radinfrastruktur, wenn man sich auch die Wegeführung z.B. an den Kreuzungen anschaut. Bei uns hingegen wirbt der Bundesverkehrsminister mit einigermaßen sexistischen Werbekampagnen dafür, dass sich dort die Radfahrer lieber einen Helm aufsetzen sollen, statt mal so eine Kampagne zu machen, die sich an die Autofahrer richtet oder dafür zu sorgen, dass die Verkehrsinfrastruktur so ist, dass Fahrradfahrer erst gar nicht gefährdet werden, meine Damen und Herren. Wir brauchen eine Infrastruktur, auf die jeder ohne Sorge seine Kinder fahren lassen würde. In der Fahrradinfrastruktur, wo sich eine Seniorin traut, sich aufs Rad zu setzen, und auch ungeübte Fahrradfahrer. Das ist in vielen Nachbarländern Realität. Aber in Deutschland braucht man ja vielerorts regelrecht Mut, um sich auf ein Fahrrad zu setzen und dann um Haaresbreite überholt zu werden, Angst zu haben vor abbiegenden LKWs oder dauernd auf die Straße ausweichen zu müssen, weil die Radwege zugeparkt sind. Dabei wäre es notwendig, dass sich alle Menschen gerne auf das Fahrrad setzen, wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen. Und die meisten Radwege sind in kommunaler Verantwortung. Und deshalb müssen wir auch hier wieder über die Frage kommunale Finanzen und Finanzausstattung der Kommunen reden. Die meisten Kommunen legen Radwege derzeit nur an, wenn sie sowieso Straßen sanieren. Und das führt natürlich zu einem erheblichen Flickenteppich lückenhafter Radwege. Für die gezielte Errichtung durchgehender Radwege oder gar Radrouten fehlt vielerorts schlicht das Geld. Insofern wäre es nur konsequent und sinnvoll, wenn Radwege mit überörtlicher Bedeutung als Landesradwege geschaffen würden, aus einer Hand geplant und finanziert nach einheitlichen Qualitätsstandards und wenn möglicherweise mit mehr finanziellen Mitteln, als die Kommunen zur Verfügung haben, um dann eben auch hohe Ausbaustandards zu erreichen. NRW hat ja sich vor einigen Jahren auf den Weg gemacht und sogenannte Radschnellverbindungen des Landes geschaffen. Das ist gut. Und deshalb ist das ein richtiges Anliegen, das die FDP hier heute eingebracht hat. Wir sind da gespannt auf die Anhörung. Aber das geht in die richtige Richtung, dass wir Landesradwege brauchen, dass wir dafür als Land Geld in die Hand nehmen müssen. Da brauchen wir Investitionen in die Radinfrastruktur, meine Damen und Herren. Klar ist auch, diese Formalie, das würde einiges einfacher machen, aber dadurch wäre natürlich noch kein Meter Radweg oder Radschnellweg mehr geschaffen. Hieran sind natürlich am Ende dann die Fortschritte zu messen. In diesem Sinne, alle Macht den Rädern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, Kassel, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass die Freien Demokraten heute den Gesetzentwurf zu den Radschnellwegen auf den Weg gebracht haben. Ich freue mich deswegen, weil ich gar nicht erwartet hätte, dass Grün so schnell wirkt, und vor allen Dingen bei Ihnen. Noch im Jahr 2018, was ja noch nicht so ganz lange her ist, sagte Ihr
Kollege Vizepräsident und mein Kollege Vizepräsident Dr. H.C. Jörg Überhahn. Die GRÜNEN wollen ihre ideologisch einseitige Stillstandspolitik beim Verkehr auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Hessen soll statt Autobahn nun Radwege zwischen den Städten bekommen. Wer glaubt, dass die Pendler aus dem Umland zukünftig alle mit dem Rad kommen werden, macht wohl eher Verkehrspolitik für Saigon statt für das Rhein-Main-Gebiet, erklärt Dr. H.C. Jörg Überhahn. Weil es mir so viel Spaß macht, auch Herr Lenders. Schwarz-grüne Verkehrspolitik gefährdet den Standort Hessen. Er macht sich lächerlich über das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren, weil diese Landesregierung eine Geschäftsstelle für das Zu-Fuß-Gehen und Radfahren errichtet hat. Damals war keine Rede davon, dass man die Verkehrsträger nicht gegeneinander ausspielen soll, sondern ihr einziges Trachten war die A44, die A49, die A661. Das haben wir hier alle stundenlang beredet. Aber ich kann es ja verstehen, und ich finde es ja auch richtig, dass wir den Radverkehr fördern, weil so eine gute Presse, wie Sie sie zitiert haben, haben Sie mit keinem Ihrer Verkehrsprojekte sonst bekommen. Und deswegen ist es ein guter Tag, dass auch die Freien Demokraten erkannt haben, dass sich die Form der Mobilität in Zukunft ändern muss. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, müssen wir eine andere Verkehrspolitik machen. Und da gehören das Fahrradfahren, auch die Seilbahn und alles dazu. Eine gute Verknüpfung der Verkehrsträger. Sie haben es ja selber zitiert. Ich hätte es wirklich kaum erwartet, Herr Grenaas, dass Sie dazu fähig sind, zu sagen, wie die Wegeaufteilung ist und wie der Modell Split ist. Und wie erfolgreich das wäre, wenn man mehr in den Radverkehr investiert und die kleinen Maßnahmen schnell umsetzt. Und dass diese Landesregierung das tut, kann man nicht leugnen. Und da muss ich auch sagen, Janine Wissler, wir sind ja einer Meinung im Radverkehr, aber die Realität hast du anscheinend auch noch nicht wirklich wahrgenommen, indem du forderst, dass in den Kommunen mehr getan werden muss. Wenn man die Tageszeitungen aufschlägt, dadurch, dass es die AG Nahmobilität gibt und die Nahmobilitätsrichtlinie, werden auch Konzepte gefördert, die im ganzen Land gemacht werden und auch umgesetzt werden, da tut sich eine ganze Menge. Natürlich kann das alles noch schneller gehen. Ja. Also, jetzt zu Ihrem Gesetzentwurf, in dem es um die Radschnellwege geht, die ins Straßengesetz aufgenommen werden sollen. Wir haben eine ähnliche Formulierung im Koalitionsvertrag. Dort steht, insgesamt werden wir Hessen Mobil im Bereich der Nahmobilität stärken. Darüber hinaus wollen wir eine Verbesserung sowie Beschleunigung der kreisübergreifenden Planung von Radwegen erreichen und dazu deren Aufnahme in das hessische Straßengesetz prüfen. Dass die Prüfung nicht so schnell geht, deswegen sind wir Ihnen aber dankbar, dass wir die Anhörung dazu nutzen können und vielleicht Anregungen bekommen. Allerdings ist es mit den Radschnellwegen so ähnlich wie mit den Kasselern, den Kasselanern und den Kasselänern oder Kasselänerinnen. Die sind auch nicht alle gleich und haben unterschiedliche Definitionen. Es gibt Radschnellwege, Raddirektverbindungen und überregionale Radwege, die Radfernwege. Sie schlagen hier ein Gesetz für die Radschnellwege vor. Sie haben die Kriterien selbst genannt. Das werden nicht allzu viele sein. Also, der Zweckverband Kassel-Land plant jetzt die Raddirektverbindung. Das sind auch schnelle Verbindungen, aber nicht ganz nach dieser Lehre. Darüber gibt es ideologische Streits. Aber ich finde, wir sollten all das berücksichtigen. Und deswegen müssen wir gut darüber nachdenken, wie wir schnell vorankommen. Übrigens fordert das Land diese Raddirektverbindung, die Planung dafür mit 74.000 Euro in Kassel-Vellmar. So. Und diese würde sich in Ihrem Gesetz dann nicht wiederfinden. Auch ist es wichtig, dass die Routen ja in das kommunale Netz eingebunden werden. Deswegen gibt es hohen Abstimmungsbedarf. Und das muss man dann alles selber sorgfältig bewerten, was bei der Anhörung rauskommt. Aber ich hoffe, dass wir uns zum Ziel einig sind, und nach den Wortbeiträgen hat sich das ja auch bestätigt, dass die Kommunen auch weiter die bestmögliche Unterstützung bekommen und der Ausbau der Radwege, der Raddirektverbindungen und der Radschnellwege möglichst zügig vorankommt. Hessen ist jedenfalls auf dem Weg zum Fahrradland, und wenn jetzt die Freien Demokraten auch noch mitmachen, kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Die ersten Schritte sind getan. Auch die Mittel für die Radwege an den Landesstraßen werden erhöht. Mein Kollege Meißner hat es gesagt. Und damit die auch sinnvoll ausgegeben werden können, sind im letzten Doppelhaushalt bereits Stellen geschaffen worden für Planer bei Hessen Mobil. Und auch im aktuellen Nachtragshaushalt sind welche verankert.
Ich freue mich, dass die Freien Demokraten dem dann auch zustimmen werden. Und dann bin ich optimistisch, dass wir im Bereich Radverkehr in Zukunft noch schneller und effektiver vorankommen. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Tobias Eckert, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Tobias. Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Tat ein herzliches Dankeschön der Fraktion der Freien Demokraten, dass wir hier sozusagen über diesen Gesetzentwurf diskutieren können und in der Tat eine erkennbare große Einigkeit darin erzielen, dass wir an dem Punkt in der Tat in Hessen Verbesserungsbedarf und eine Notwendigkeit haben, mehr zu tun, schneller zu werden und auch wirklich etwas umsetzen zu können. Herzlichen Dank dafür. Ich habe die Anregungen und Hinweise aus den Koalitionsfraktionen so verstanden. Deswegen ein kleiner Hinweis von meiner Seite. Sie dürfen gern im Gesetzgebungsverfahren ja mit eigenen Anträgen diesen Gesetzentwurf so verändern, dass wir nachher Ihnen mit großer Einstimmigkeit zustimmen. Man muss nicht warten, dass Sie selber jeweils nur erst einmal einen eigenen Vorschlag machen. Deswegen will ich das noch einmal deutlich machen. Ja, wir brauchen in Hessen eine Verkehrsinfrastruktur, die den unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen Rechnung trägt. Frau Kollegin Wissler, spätestens bei der Schiene würde ich Ihnen da nicht mehr folgen, wenn Sie sagen, nur beim Radverkehr ist es so, wenn ich ordentliche Infrastruktur habe, kann ich es tatsächlich auch umsetzen. Bei der Schiene brauchen Sie auch das. Also von daher haben wir noch ein paar Baustellen, an denen wir in der Tat arbeiten müssen. Und das Thema Radverkehr haben wir immer wieder hier auch diskutiert, aber sind natürlich ganz viel in Ankündigungen und den großen Beschreibungen des Ministers stehen geblieben. Und ein herzliches Dankeschön vor allem den kommunalen Kräften. Kollegin Müller hat es ja angesprochen, die dafür sorgen, dass wir vom Reden in die Umsetzung kommen. Also beim Rat Schnellverbindung, Bürgermeister Ockel. Die dafür sorgen, dass wir tatsächlich in dem Bereich vorangekommen sind, wenigstens einen ersten Schritt. Und daher ist es, glaube ich, ein sehr spannender und, wie ich finde, richtiger Ansatz zu sagen, in dem Bereich braucht Land Verantwortung, braucht Land Zuständigkeit und muss auch Kompetenzen übernehmen. Ich finde, Sie haben das auch in Ihrem Gesetzentwurf ganz spannend und zu Recht auch beschrieben, dort, wo sozusagen auch Aktivitäten laufen im Bereich Regionalverband, dass Sie sozusagen auch das mit berücksichtigen und deswegen das nicht alles in die Tonne kloppen und bei Null anfangen wollen, sondern sagen, wie können wir diese Veränderungen auch im Zuständigkeitsbereich mit aufnehmen, ist ein richtiger und wichtiger. Und dass es notwendig ist, wenn wir in sozusagen 42 möglichen Korridoren, die wir in Hessen für die Radschnellverbindungen haben, laut eigenen Zahlen des Ministeriums, sehen, was jetzt in der Tat umgesetzt worden ist, und in anderen Bereichen des Radverkehrs sehen, Herr Minister, dass Sie selbst angekündigt haben, im Jahr 2015 60 neue Radwege zu bauen. Und wir sehen, was wir bis heute geschafft haben, nämlich tatsächlich 8, meine Damen und Herren, in Worten 8 von 60, dann sind das ungefähr 2 Radwege pro Jahr. Wir wollen jetzt nicht, dass Sie deswegen die nächsten 26 Jahre im Amt bleiben müssen, nur damit Sie diese ganze Liste abarbeiten können. Aber das bedeutet Schnelligkeit in dem Thema, Herr Minister. Deswegen ist es richtig, dass wir das Thema auch wir müssen umsetzen. Wir müssen da hinkommen. Und wir haben eine große Herausforderung, gerade auch bei unserer Mobilitätsverwaltung, bei Hessen Mobil in den nächsten Jahren. Und ich finde gerade das Thema auch noch einmal Radverkehr und wenn ich dann eine Landeskompetenz habe in dem Bereich, wie die FDP es vorschlägt, dann auch zu sagen, welche unterhalterischen Maßnahmen habe ich damit dabei, wie sorge ich, dass dauerhaft eine Infrastruktur für den Radverkehr vorhanden ist auf einem Niveau, damit man auch wirklich diese Infrastruktur nutzen kann. Kollegin Wissler hat ja ein paar Takte dazu gesagt. Dann ist das auch dort sozusagen eine über den Gesetzentwurf hinausgehende spannende Diskussion, wie wir das Thema Radverkehr mit voranbringen und unterstützen können, wie wir sozusagen als Land auch tatsächlich Kompetenzen bekommen und nutzen, damit wir vorangehen. Die Idee ist ja, Sie haben es ja auch gesagt, nicht sozusagen jetzt ganz neu, sondern in anderen Bundesländern auch schon umgesetzt mit NRW und Baden-Württemberg. Daher bin ich auch sehr gespannt auf die Anhörung, gerade in der Frage sozusagen. Kollegin Müller hat in der Tat den Einwand, auch, den wir mit anbringen wollten, schon mit erwähnt in der Frage sozusagen, sind alle Möglichkeiten, die wir sozusagen im Radverkehrswegenetz haben,
wo das Land da zuständig ist. Ist das abschließend mit Radschnellverbindungen erwähnt? Oder was gibt es sozusagen eigentlich in den Bestandteilen darüber hinaus, wo eigentlich Landesengagement notwendig wäre? Das sehe ich in der Tat ganz spannend für die Anhörung. Aber ich bleibe dabei. Wir sind alle eingeladen, nachher mit entsprechenden Änderungsanträgen diesen Gesetzentwurf, den wir im Kern gut finden, so gut zu machen, damit wir ihn, wenn wir hier alle jetzt schon sagen, dass wir Radverkehr fördern und unterstützen wollen, dann tatsächlich auch gemeinsam auf den Weg schicken. Warum sollte das nicht möglich sein, auch wenn der Ursprungsgesetzentwurf aus der Opposition kommt? Deswegen ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns auf die Diskussionen, damit sich in diesem Land auch zum Thema Radverkehr wirklich etwas bewegt. Da braucht es ab und an dann auch mal die Ideen, vor allem aus der Opposition, damit wir dann nachher sagen können, Land hat Verantwortung, Land muss auch tun und nicht nur fordern und von anderen verlangen. Und das ist, glaube ich, ein richtiger Weg, den wir hier begehen wollen. Wir sind da sehr gespannt auf die Debatte. Vielen Dank, Kollege Tobias Eckert. Das Wort hat der Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich wirklich, dass wir hier im Plenum des Hessischen Landtags so engagiert über ein Anliegen reden, was die Landesregierung seit 2014 vorangetrieben hat, nämlich die Förderung des Radverkehrs in Hessen. Und es freut mich außerordentlich, dass ich den Reden des Kollegen Naas jetzt hier entnehmen kann, dass, wenn ich das mal so sagen darf, ausgerechnet die FDP sagt, dass der Radverkehr dringend vorangetrieben werden muss. Das freut mich wirklich. Als ich den Gesetzentwurf gesehen habe, habe ich zuerst meinen Augen nicht getraut, das gebe ich zu, weil ich mich gut an mein erstes Jahr hier im Amt erinnern kann. Da hatten wir eine Haushaltsdebatte zum Nachtragshaushalt 2014. Das will ich schon noch einmal zitieren. Da haben wir gleich die Geschäftsstelle eingerichtet, gesagt, wir wollen da Förderung, AG Nahmobilität mit allem, was dazugehört. Und der Kollege Rentsch hat daraufhin hier von diesem Pult gesagt, ein Blick in den Haushalt ist an dieser Stelle nicht uninteressant, Herr Schäfer-Gümbel. Die Kampagne zu Fuß gehen wird sicherlich ein Erfolg werden. Und ich bin auch als Steuerzahler dankbar. Es ist leider wirklich pure Ironie, dass mit meinen Steuergeldern ein solcher Blödsinn in Hessen finanziert wird. Unglaublich. Jetzt kann ich nur sagen, vor 5 Jahren hielten Sie es noch für Blödsinn. Jetzt sagen Sie, es ist eine tolle Sache. Ich bin kein Jurist, Herr Naas. Ich glaube, im Strafrecht nennt man so etwas tätige Reue. Aber ich will Ihnen vielleicht mit etwas anderem antworten, nämlich einem Bibelzitat. Ein Bibelzitat, weil ich mich wirklich an dieser Stelle gefreut habe. Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Und deswegen freue ich mich, dass offensichtlich ein vollständiger Meinungswechsel stattgefunden hat und dass Sie jetzt nicht mehr unsere Aktivitäten kritisieren, sondern unterstützen. Grün wirkt. Das Land Hessen unterstützt bisher die kommunalen Aktivitäten vielfältig. Ich will Ihnen das einmal sagen. Wir unterstützen die landesweite Ermittlung von Potenzialen für den Radverkehr, die Identifizierung von Korridoren für Radschnellverbindung, die Definition von Qualitätsstandards und die Bereitstellung von Musterlösungen, Leitfäden zur Kostenschätzung, zur Nutzen-Kostenanalyse, Machbarkeitsuntersuchung, Musterausschreibung. Wir haben den Facharbeitskreis Radschnellverbindungen der AGNH, der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität, wo der Erfahrungsaustausch stattfindet. Und wenn Ihnen im Laufe der nächsten 1,5 Tage an irgendeinem Punkt langweilig wird, klappen Sie Ihr iPad auf, geben Sie mal ein www.schnellerradfahren.de. Da finden Sie alles, was wir in Hessen in diesen Bereichen machen. Und wenn Sie dann zukünftig immer zu dem Nahmobilitätskongress kommen und wir an dieser Stelle gemeinsam diskutieren können, wie wir da weiterkommen, dann freue ich mich ganz besonders. Und ganz wichtig, auch bei der Finanzierung lassen wir die Kommunen nicht alleine. Das Land fördert, halten Sie sich fest, Machbarkeitsstudien, Planung und Bau. Planung und Bau aufgrund des Landesinteresses mit erhöhten Fördersätzen. Das heißt, abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen fördern wir Planung und Bau von Radschnellwegen, von schnellen Raddirektverbindungen mit bis zu 90% der Kosten. Und an dieser Stelle, Herr Naas, ich weiß ja nicht, wie das so war bei den Konfirmationsfeiern Ihrer Jugend,
aber den entfernten Verwandten, der kommt und 90% der ganzen Party bezahlt, den habe ich jedenfalls in meiner Umgebung noch nicht kennengelernt. Also an dieser Stelle wissen wir schon sehr genau, was unsere Verantwortung ist und wie wir gemeinsam mit den Kommunen vorankommen wollen. Und ich will einen weiteren Punkt sagen, der wichtig ist. Wir bereiten die Inanspruchnahme der Fördermittel des Bundes vor. Der fördert jetzt ja auch. Ich habe die Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund unterschrieben. Und an dieser Stelle ist auch klar, dass wir da vorankommen mit allem, was so dazugehört. Und wir haben, es ist angesprochen worden, der Kollege Eckert, 42 Korridore identifiziert, wo es bereits zahlreiche Projekte gibt, wo wir ja auch fördern. Kollegin Müller hat den Bereich Velmar-Kassel angesprochen, wo wir dem Zweckverband dort das Geld geben. Der Regionalverband ist auch aktiv an diesem Punkt, und das finden wir ausdrücklich richtig. Und jetzt Achtung, selbst grenzüberschreitende Projekte, wenn ich sie mal so nennen darf, von der Bergstraße in Richtung Baden-Württemberg, Hanau nach Aschaffenburg, Wiesbaden nach Mainz, werden vorangetrieben. Und deswegen an dieser Stelle finde ich es gut, dass wir jetzt offensichtlich eine Einigkeit haben, dass alle diese Projekte richtig sind. Das war jedenfalls im letzten Jahr noch nicht so. Und das ist eine gute Nachricht für alle Radfahrerinnen und Radfahrer in Hessen. Und jetzt zur Frage, ganz, ganz wichtig, zu sagen, brauchen wir gesetzliche Änderungen? Müssen wir das alles in Landesverantwortung nehmen? Müssen wir das in einer Mischverantwortung haben? Wer am Ende macht was? Und ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, dass meine Erfahrung ist, auch Radschnellwege, Raddirektverbindungen müssen ja angeschlossen werden. Ja, der Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt würde nichts nützen, wenn man sozusagen am Holbeinsteg in Frankfurt oder bei der Frage, wie man in Darmstadt reinkommt, es nicht auf die innerörtlichen Netze anschließt. Das muss ja funktionieren. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit den Kommunen. Und die spannende Frage an dieser Stelle ist, darüber werden wir dann diskutieren müssen, brauchen wir da eine Art Zentralisierung? Oder glauben wir da an Subsidiarität? Das ist eine Grundentscheidung, die wir treffen müssen. Und meine Erfahrung der letzten Jahre ist, gemeinsame Verantwortung, wenn sie richtig wahrgenommen wird, kann auch zur Beschleunigung von Projekten beitragen, weil ich jedenfalls als Minister nicht zu einem Bauern vor Ort gehen kann und sagen, hör mal zu, wie machen wir das mit deinem Grundstück, dass wir das auch hinkriegen. Aber ein Bürgermeister vor Ort kann so etwas durchaus machen. Also man muss an dieser Stelle gut überlegen, welche gesetzlichen Änderungen wir machen und ob das am Ende in allen Bereichen hilfreich wäre oder in manchen Bereichen sogar dazu führt, dass es komplizierter wird. Ich will Ihnen an dieser Stelle sehr deutlich sagen, wir haben ja manche Bereiche, wo wir aus ähnlichen Überlegungen heraus Zentralisierungen vorgenommen haben. Ich erinnere einmal an den Stromnetzausbau. Da gab es im Jahr 2011 eine schnelle Energiewende. Dann gab es ein Netzausbaubeschleunigungsgesetz im Sommer 2011, vorbereitet von Rainer Brüderle, am Ende unterschrieben von Philipp Rösler, wo die gleichen Argumente da waren, nach dem Motto, das ist über Ländergrenzen hinweg, wir brauchen eine Zentralisierung bei einer oberen Stelle. Das war 2011. Damals wurde die Bundesnetzagentur zuständig für die Stromnetze. Und im Ergebnis nach 8 Jahren sind von 6.000 Kilometern 600 genehmigt und 300 realisiert. Ich will Ihnen an dieser Stelle nur sagen, dass wir nicht jede Zentralisierung immer am Ende der Sache vielleicht dient bei der Beschleunigung, sondern dass wir uns sehr genau überlegen müssen, wie wir am Ende das gemeinsame Ziel, was wir ja offensichtlich haben, nämlich dass Radwege schneller gebaut werden, und zwar innerörtlich, an Landesstraßen und als Raddirektverbindungen und Radschnellwege zwischen den Orten, wie wir das gemeinsam erreichen. Und da bin ich sehr gespannt über die Erfahrungen, auch aus anderen Ländern. An dieser Stelle muss ich dem Kollegen Enners noch einmal sagen, dass vielleicht ein bisschen Recherche über Fakten in vielerlei Hinsicht immer gut tut. Der Radschnellweg Ruhr, der ist ein tolles Projekt in Verantwortung des Landes NRW. Er hat nur ein Problem, dass von den 101 Kilometern erst 12 fertig sind.
Deswegen müsste man da vielleicht noch einmal genau nachschauen. Das ist so ein Projekt in Landesverantwortung, in welchen Bereichen das wirklich zur Beschleunigung beigetragen hat. Deswegen freue ich mich, wenn wir im Ausschuss vertieft darüber diskutieren und hoffentlich dann gemeinsam alles dafür tun, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden, damit wir mehr und schnelle Radwege bekommen. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Es gibt eine zweite Runde. Kollege Dr. Naas, bitte sehr, hast das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin schon einigermaßen überrascht über die Reaktionen, die unser Vorschlag hier hervorgerufen hat, insbesondere von Seiten der GRÜNEN. Ich dachte, wir hätten da auch was die Vergangenheit angeht, größere Einigkeit. Ich finde es schon bemerkenswert, wie hier jetzt versucht wird, auch die Vergangenheit noch mehr heranzuziehen. Ich glaube, wir sollten auch bei der Elektromobilität, insbesondere auf dem Gebiet der Fahrradmobilität, sind es einfach neue Voraussetzungen, wo wir eine neue Infrastruktur brauchen. Wir wollen das eine nicht gegen das andere ausspielen, auch wenn Sie uns das immer wieder einreden. Und jetzt kommen wir mal zu den Themen. Ich habe mich ja auch auf das biblische Zitat, es wurde mir ja angekündigt, gefreut. Und so richtig überzeugend fand ich es nicht, weil Sie eigentlich im Gegensatz zur Kollegin Müller mehr dagegen gesprochen haben als dafür. Es gibt ja da so ganz leichte Differenzen. Ich habe den Eindruck, dass Sie schon sich gegen ein Mehr an Kompetenzen an dieser Stelle wehren. Ich verstehe gar nicht, warum. Es ist ja das erste Mal, dass die Opposition sozusagen sagt, es wäre gut, wenn der Minister mehr Kompetenzen auf diesem Gebiet hat. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie keine Einigkeit der Kommunen über eine Trassenführung haben? Die haben Sie im Moment noch. Was machen Sie dann, wenn die Stadt Oberursel sich eben nicht mit allen Beteiligten einigen kann? Und das wird es in der Zukunft geben. Das ist völlig klar. Je mehr Projekte es gibt, desto weniger Einigkeit wird es geben. Und es ist die zentrale Aufgabe des Landes, bei einer Landesstraße dann im Wege der Planfeststellung, dazu haben Sie dieses Instrumentarium, was die Kommunen eben nicht haben, dann auch zu reagieren. Und jetzt kommen wir mal zu dem zweiten Thema. Es geht auch um die Bauunterhaltung am Ende. Und dann bin ich wieder bei dem Konfirmationsbeispiel. Es reicht nämlich nicht, mit dem Geschenk zu kommen, auf dem Bild zu sein und dann abzureisen, sondern selbstverständlich ist das Land für die Bauunterhaltung der Landesstraßen zuständig. Und wenn diese Landesstraße ein Radschnellweg ist, dann ist es nicht mehr wie richtig, dass das Land das auch macht. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie eigentlich die Kompetenzen und die Stellen so, es ist ja angesprochen worden, von Ihnen verteilt sind. Der Regionalverband, die Gemeinschaft der Kommunen im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main, der im Moment alle Projekte stemmt, hat eine Stelle dafür eingerichtet. Eine. Ihr Ministerium hat jetzt schon 4 Stellen und baut das noch aus. Warum werden Sie dann nicht zuständig für diese Kompetenz? Die Frage stellt sich doch. So, und dann kommen wir mal zu Hessen Mobil. Da gibt es ja auch weitreichende Umbrüche. Da werden ja Kompetenzen abgezogen. Ich glaube, dass das auch für Hessen Mobil eine Chance sein kann. Und deswegen ist ein Mehr an Kompetenz hier doch nur folgerichtig. Es kann doch nicht sein, dass die Autobahn, die Landesstraße in der Landeskompetenz ist. Und wenn der Radweg zufällig an dieser Straße liegt, dann ist es auch unsere Kompetenz. Liegt er aber zufällig an der S-Bahn-Trasse, wie der Radweg nach Friedrichsdorf, ja, dann ist das Land fein raus. Das kann nicht sein, das ist systemwidrig. Und jetzt komme ich zum allerletzten Punkt. Vielleicht sollte sich der Minister auch mal fragen, was eigentlich originäre Landeskompetenz ist und was nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass man in der Flächennutzungsplanung, da gibt es ja eifrige Vorschläge zum Supermarktgipfel und zum Frankfurter Bogen, das vielleicht der kommunalen Familie überlässt, die auch zuständig ist, weil es ihre Planungshoheit ist, und sich umgekehrt vielleicht mal auf die Kompetenzen besinnt, die das Land originär hat, und dazu gehört der Straßenbau. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion, bitte.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Müller und Herr Al-Wazir, was mich an Ihnen fasziniert, aber ich habe gesagt, dass die Grünen immer alles wissen. Also ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Sie wussten das schon immer. Und von denen, die geredet haben, bin ich vielleicht einer derjenigen, die tatsächlich auch Radwege in Hessen benutzt, noch ohne E-Bike. Und ich finde, wir haben tatsächlich Nachholbedarf. Dass jetzt auch die FDP bereit ist, diesen Weg mitzugehen, würde ich gar nicht kritisieren in der Ihnen eigenen bescheidenen Art, Herr Staatsminister Al-Wazir, sondern das ist gut so, weil das ist natürlich das Fortbewegungsmittel. Es hilft der Umwelt, es dient der eigenen Bewegung. Radfahren bietet viele Vorteile. Aber dass wir am Radwegenetz und Konzept in Hessen noch erheblichen Nachholbedarf haben, dass früher unter der CDU-Verantwortung rein gar nichts passiert ist, Sie ein bisschen was machen, finde ich, sollte noch nicht ausreichend sein. Und deswegen, ja, wir müssen mehr in den Radwegebau, in die Radwegekonzeption investieren. Und wir brauchen auch mehr Mittel für Radwege, insbesondere an Landes- und Bundesstraßen, weil die werden genutzt. Das ist die Realität in Hessen, Herr Minister. Und deswegen ein solcher Gesetzentwurf als Impuls. Warum lehnt man den in dieser ziemlich arroganten Art und Weise auch ab, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und wenn Sie heute einen Radweg errichten wollen, müssen Sie eine Güterabwägung vornehmen. Ich kann Ihnen das mal an einem Beispiel sagen. Der Eder-Radweg, Verbindung zum Fulda-Radweg R1. Wir wollen zwei Kommunen, übrigens Kollege Eckert hat ja völlig recht, die Hauptarbeit und Hauptlast liegt ja bei den Städten und Gemeinden. Wenn Sie heute beispielsweise eine Radfahrbrücke über die Eder errichten wollen, dann ist das ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Dann kommt zufällig noch ein Biber hervor, also müssen Sie eine Artenschutzprüfung machen, Vegetationsphase ein Jahr. Schade, ich wäre dieses Jahr gern über die Eder gefahren, nicht einen Berg hoch mit viel Autoverkehr. Ja, und dann kommt aus Ihrer Verwaltung der Vorschlag, die Radfahrbrücke muss aber viel breiter sein. Wir kommen dann gerne auf Sie zu. Man darf auch Möglichkeiten nicht überziehen, sondern wenn ich einen Fluss überbrücken will, dann muss das so ausreichend sein, dass wegen mir ein Radfahrer das nutzen kann. Zur Not wartet man einen Radfahrer auf der anderen Seite. Da muss die Brücke keine 3 oder 4 Meter sein, weil das kostet gleich unendlich viel Geld, was wir an anderer Stelle sinnvoll investieren. Auch da erhoffe ich und erwarte ich mir kreative Lösungen der Verwaltung und nicht irgendeinen Hinweis auf eine DIN-Norm oder Standardregelung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie sind ja für den Landesstraßenbau zuständig. Auch da ist es so, wenn Sie sich den Zustand der Straßen anschauen in Hessen, Bundesstraßen, Kreisstraßen, Gemeindestraßen sind in aller Regel in einem eher guten Zustand. Was deutlich abfällt, ist der Zustand der Landesstraßen. Und Radwege an Landesstraßen als sinnvolle Ergänzung macht ja Sinn. Macht ja Sinn, dann brauchen Sie nicht noch weiteren zusätzlichen Flächenverbrauch. Und wenn wir die Radwege auch nutzen als touristisches Highlight als Projekt, dann haben wir viel Potenzial. Das ist in Nordhessen so, das ist in Mittelhessen so. Und die Bürgerinnen und Bürger nehmen das immer mehr Anspruch. Ja, jetzt auch E-Bikes. Aber immerhin, man bewegt sich und macht selber etwas. Und deswegen sollten wir das gemeinsam als Gesetzgeber unterstützen. Wir brauchen mehr Mittel für den Radwegebau oder deswegen die andere Infrastruktur zu unterstützen. Und ich wünsche mir einfach auch, dass man Ideen aufgreift. Man muss nicht alles teilen. Und wenn sich jemand läutert, mein Gott, Herr Al-Wazir, die Grünen hätten keinen Grund dazu, weil wenn man sich die ein oder andere Position von Ihnen anschaut, die Sie in den letzten 5, 6 Jahren verändert haben, da sind wir gemeinsam großzügig. Wenn es vorangeht, wenn etwas besser wird, sollten wir das begrüßen und nicht so in der Art tun. Wir haben es schon immer gewusst. Also, Radwegebau ist wichtig. Wir brauchen ordentliche Radwegekonzeption. Und wir müssen auch mehr Mittel in die Hand nehmen. Das ist ein Beitrag zum Umweltschutz, zur körperlichen Ertüchtigung, zum allgemeinen Wohlbefinden. Nicht nur in Beton, in Straßen investieren, sondern Radwege vernünftig ausbauen. Da hilft jeder Vorschlag. Wir sehen, ob es eine ergebnisoffene Diskussion im Ausschuss gibt oder ob Grüne sagen, wir wissen alles besser und sehen ab. Wir sind jedenfalls offen als Sozialdemokraten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rudolph. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler. Bitte sehr. Herr Kollege Dr. Wilken, Sie werden ja wissen, wo Sie herkommt. Ne? Ich weiß, wo ich herkomme und wo ich hin will. Genau. Herr Präsident, meine Damen und Herren, mir ist es ja in der Debatte deutlich geworden, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass Radwege in einem zum Teil recht schlimmen Zustand sind, dass der Radwegeausbau ungenügend ist, dass wir hier eine ganze Menge Nachholbedarf haben und dass Investitionen dringend notwendig sind. Und das ist ja gut, dass wir das hier in der Debatte festgestellt haben.
Umso weniger, Herr Minister, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt die Reaktion. Weil an dem Punkt, wo hier eine Oppositionsfraktion einen Gesetzentwurf einbringt und man einen Vorschlag macht, wie es aussehen könnte, könnte man ja sagen, wir gucken uns das mal an, wir gehen in die Anhörung, wir hören uns das an, und wenn es an der einen oder anderen Stelle, weil es für Oppositionsfraktionen auch manchmal nicht ganz so einfach ist, Gesetzentwürfe zu machen, handwerkliche Probleme gibt, gibt es ja ein Ministerium und gibt es ja Fraktionen, die dazu Änderungsanträge machen können und das etwas unterstützen können. Also von daher verstehe ich diese Abwehrhaltung nicht. Ich muss auch für mich persönlich sagen, dass mir die Rock-FDP an vielen Stellen lieber ist als die Rentsch-FDP. Aber wenn wir hier einen vernünftigen Gesetzentwurf haben, finde ich, sollte man nach dem Inhalt gehen und nicht danach, was die Fraktion vor ein paar Jahren vielleicht Dinge noch anders gesehen hat. Die Grünen sehen ja heute, würde ich sagen, leider auch ein paar Dinge anders, als wir noch gemeinsam in der Opposition waren. Da finde ich die Entwicklung nicht ganz so gut. Ich will aber nur eine Sache ansprechen, weil ich glaube, bei allem Einigkeit, die wir haben beim Radwegeausbau, und wenn wir über die Radwege an der Rand von Landstraßen sprechen, sind wir uns sicher auch an vielen Stellen einig. Ich will nur auch den kritischen Punkt ansprechen. Weil wer nämlich sagt, dass er mehr Platz für Radfahrer haben will, muss auch sagen, wem er es wegnehmen möchte. Und das ist eben gerade in den innerstädtischen Bereichen, gibt es hier einfach einen Nutzungskonflikt. Das muss man einfach sehen. Und weil wir haben nicht unbegrenzt Platz, wir können nicht in die Infrastruktur, die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt, da kann man nicht die Häuser rein versetzen, um noch irgendwie Platz für einen Radweg zu haben, sondern, und das muss man eben auch sehen, wenn man in den Städten mehr Platz für Fahrräder und Fußgänger haben will, ist man gezwungen, den Autos was wegzunehmen. Und das kann eben auch bedeuten, dass es eine Autospur weniger gibt. Ich sage das nur deshalb, weil wir an vielen Orten dann eben auch wieder Konflikte haben über die Frage, sobald eine Autospur weggenommen wird, ist der Aufschrei groß. Aber das ist natürlich dann auch der Preis. Und darauf wollte ich hinweisen, dass bei aller Einigkeit wir eben auch deutlich machen müssen, gerade in den Städten ist schon ein Stück weit auch die Frage, für was nutzen wir den Platz und wollen wir Autos einen derartig riesigen Platz einräumen, den sie heute haben, mit Parkhäusern, mit Parkreihen, mit mehrspurigen Fahrbahnen, oder ist man eben dann auch bereit, diesen Konflikt zu gehen und zu sagen, Verkehrswende bedeutet eben auch mehr Platz für Radwege und eben dann weniger Platz für Autos. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Keine weiteren Wortmeldungen mehr zur Aussprache. Dann überweisen wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung an den Fachausschuss. Jawohl, findet die allgemeine Zustimmung. So, jetzt gibt es nach Angaben der Geschäftsführer keinen weiteren Punkt, den wir noch aufrufen können wollen. Ja, das ist deshalb so aus. Ja, es gibt nach Angaben der Geschäftsführer keinen Punkt, den wir aufrufen können. Was ihr unterschiedlich macht, ist mir egal. Auf jeden Fall gibt es keinen anderen Punkt. Deshalb wären wir jetzt bereit, in die Mittagspause zu gehen. Es ist mir signalisiert worden, es sind eine ganze Reihe von Veranstaltungen, dass wir nicht vor 15 Uhr wieder beginnen können. Dafür bitte ich um Verständnis. Müsst halt heute Mittag ein bisschen schneller sprechen, damit wir zeitlich hinkommen. Dann packen wir das auf. Also macht's, wie ihr es wollt. Die Sitzung ist unterbrochen. Es geht weiter um 15 Uhr. Macht, wie ihr es wollt. Ja.